Du kannst mir mal oder steigen lassen, den bitte. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Heute wollen wir mal in unsere schönen Brauer nachgehen. Das Wetter ist auch ideal. Jetzt zeige ich dir mal, wie man überhaupt richtig einen Pflückkorb umlegt. Okay. Was möchtest du überhaupt für einen Hoben, einen kleinen oder einen großen? Ziehst du dich drüber raus mit dem Rasen zu glauben? Nein, ich nehme schon den großen. So, als erstes nehmen wir mal einen Sack zu, dass er nicht dreckig wird. Was am besten ist, einen frisch ganz sauer ziehen, den Sack, dass die Äpfel nicht beschädigt werden. Aber wenn es da reinhängt, dann werden die Äpfel beschädigt. Dann zeige ich dir, wie man da rein schläft. Das tue ich über Kreuz. Die Hände da durch. Und das Kreuz soll dort hinten sein. So, dass man das Gewicht schön verteilt hat. Dass man die Äpfel schön vom Baum nehmen kann und dreht. Okay, ja. So. Die Kapuze. So. Ein bisschen verdrängt. So. Ja, die Herr stimmt noch nicht ganz. Dann müssen wir es ein bisschen kürzen. Ziehe ich mir es da ein bisschen ein, das Bandel. Ja, so müssen wir jetzt gehen, ja. Gut. Ah, Schuhe kann ich sehen, noch auch gut tun. So, wenn es regnen soll, hatten wir da noch ein bisschen Regenschutz. Oder wenn die Sonne zu stark scheinen soll, waren ein paar Kappler da. Oder ich weiß nicht, wenn du möchtest mit Handschuhen klauen, wenn dir es zu kalt ist, waren da auch ihre. Oder das kannst du als noch selber entscheiden, was du dir magst. Ja, ja. Dann gehen wir mal in die Zeile und mal richtig loslegen. Okay. Ja. Du nimmst doch bitte meinen Korb mit. Ja, gut. Ich nehme das mit. Das ist halt basic. Ja, ist ja gleich. So, Ruth, da nehmen wir jetzt mal ein. Die schönen Raten anlassen. Klauben natürlich mit Stingel. Ja. Und unheben die wir von unten nach oben, damit man erst nicht so viel Gewicht hat drinnen. Gehen die wir an meine Knie. Mhm. Und nachdem wir einfach die Äpfel mit beiden Händen in den Korb legen. Dann stehen wir auch und beim Ausstehen ist auch wichtig, den Körper groß zu halten, die Kraft in die Oberschenkel rein. So, Ruth, jetzt habe ich die Fleisch gebraucht. Ja. Ausstellen tun wir sie so zum Hang, gleich zum Baum zu. Ja. Weil, wenn wir sie andersrum rausstellen würden, natürlich kann das alles zum Umkippen, weil es so nicht so stabil ist. Ja. Halt mal so. So, Ruth, wenn wir jetzt in ein steileres Gelände kommen würden, dann kann man den Holm da verkürzen. Okay. Jetzt haben wir sie stabil aufgestellt. Okay, ja, bitte. Dann ja. Gut. Und da muss man aufpassen, dass man auch nicht ausrutscht.
Nein, halt, Ruth, nicht hier oben auslärmen. Wir gehen allem in den tiefsten Punkt auszulärmen. Es ist die Äpfel von Murneck ins andere Eck rollen. Okay. Und die Box schön über der Kiste reinheben. Und dann den Sack heben. Da rausziehen, nicht auslassen, weil es ist schnell da überall rummacht. Und dann langsam den Sack heutieren. Und da auch wieder nicht so viel mit dem Buckel, sondern allem grad nieder. Und langsam die Äpfel ausrollen lassen. Langsam aufziehen. Dann machen wir wieder zu. So, dann machen wir mal eine kurze Pause. Jetzt sind wir schon fleißig gewesen. Da ist ein Wasser zu den Händen waschen. Da ist ein bisschen Saft. Da war ein Handtuch. Da für den Durst habe ich entweder einen Äpfelsaft oder ein Mineralwasser. Da sind ein paar Becherlach. In dem Fall war da auch ein belegtes Brot. Nein, ich trinke mal etwas. Und wenn du dringend auf Klo gehen musst, unten steht das Auto zur Verfügung, kannst du gleich heimfahren. Jetzt haben wir schon allem offen. Gehen wir mal gerne etwas trinken. Also, da habe ich noch eine Sonnencreme, im Fall der Fälle, wenn es gerade extrem sonnig war, kannst du eine Creme leiten, aber heute glaube ich, braucht es nicht. Ganz wichtig ist auch der Erste-Hilfe-Koffer. Mhm. Da ist vom Pflasterle bis zum Verband alles drinnen. Mhm. Aber wenn es jetzt Gräber fallen hat, dann werden wir halt am besten die Notrufnummer, die 118 Uhr leiten. 118, So, Ruth, jetzt sage ich noch, wie man eine Luhn richtig ausstellt. Man versucht bei einem Baum so eine Aschgabelung zu suchen, damit die Luhn nicht da oben hin und her rutschen kann. Man sollte sie nicht zu steil und nicht zu flach ausstellen. So ist eher der ideale Winkel. Da ist auch wichtig, mit den Schuhen ganz klein zum Holm zu, damit man nicht seitlich abrutschen kann. Dann gehe ich mal laut und sage es da einfach. So, und ich glaube jetzt einmal oben um und du glaubst noch bitte unten um. So, Ruth, ich werde jetzt die Kiste ein bisschen näher herstellen. Mhm. Und dann nehme ich einen Schlepper. Du gehst mir bitte, allem, wenn ich in der Reihe noch fahre, gehst du allem gleich zu den Baum zu, dass ich da nicht über die Füße rausfahre. Beim Traktorfahren sind gewisse Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit einzuhalten. So, jetzt ist genug für heute. Kauen wir das dann alles ein bisschen zusammen, dass wir morgen wieder alles parat haben. Zwei.